Hey Leute, was geht? Willkommen wieder zu einer neuen Folge Minecraft Skywars. Ja, heute mal wieder eine kleine Runde aufnehmen. Habe ich mal wieder Bock und naja, warum denn eigentlich nicht? Ich meine, es macht gerade so Spaß und da ja noch Ferien, die sind vorbei. Die Ferien sind in der Tat vorbei. Morgen ist Montag schon wieder. Ich habe keinen Bock mehr auf Schule, wirklich. Aber eigentlich sehe ich es positiv. Weil der Titel, den ihr ja seht, der hat schon seinen besonderen Namen. Und dieses Jahr wird wirklich richtig geil. Zwar jetzt noch nicht, aber kommt noch. Heilige Scheiße. Alter, was hatte der bitte Intus? Dass der so gereckt hat, der hat einen Lederpanzer gehabt. Nein. Warte mal, der hat nichts. Ich geh jetzt hier runter. Hä, wo hat denn der jetzt auf jeden Fall die Sachen her? Der hat doch eben nur noch Leder oder so, was ihr habt. Jetzt hat... Oh! Hilfe. Ich hab gar nichts an Sachen. Ja. Ferien sind vorbei und ich werde wieder gesund. Eigentlich nicht so geil. Oh, das ist ein Dia-Typ. Ich hau ab. Ich verpiss mich. Nee, was soll ich mal machen? Ich hab keinen Bock auf die. Werd sowieso die Runde nicht gewinnen, aber. Ja, zum Jahr irgendwie jetzt mal kommen. Das Jahr wird ja eigentlich mega geil. Oh, jetzt ist schon wieder ein Gegner. Müssen wir wieder kämpfen. Okay, warte, kleinen Moment. Angriff! Okay. Ja, nein, Erlenpelle. Nice. Ja. Her damit! Okay, danke. Kann man weitergehen? Die Runde reck ich ja richtig, aber ich wäre eigentlich... Oh, ja. Alter, Junge, schön. Mein Leben, Alter. Warte mal, warum nehme ich denn nicht einfach einen Eisenbrust? Eisen. Oh, na super. Habe ich keinen Eisenbrust? Kommt der Skinlose runter? Hm, Skinlose? Hurensohn, Alter. Hurensohn. Ha! Oh! Okay, Leute. Es leben nicht mehr viele. Aber wenn wir nicht gewinnen sollten, Leute, scheiß drauf. Mir geht's einfach nur um eine schicke Runde und um die Kills. Ihr wisst ja, ich bin Killsammler. Ich bin Killgeil. Nee, aber dieses Jahr wird schon geil. Zum einen habe ich bald meinen Abschluss im Sommer. Das dauert zwar noch ein bisschen, aber naja. Und es kommt ein neues Spiel raus. Und zwar ein neuer Teil von Need for Speed kommt raus. Im April war das, glaube ich. Also im Internet steht im Zeitraum von April 2017 bis März 2018. Na klar. Aber ich denke mal, das werden sie nicht antun. Also, die haben ja voriges Jahr schon keinen Teil rausgebracht. Also dieses Jahr müssen unbedingt einen Teil rausbringen. Da ist ein Gegner wieder. Oh, warte mal. Sind wir eigentlich auch fast voll die, ne? Ja, lass ihn ja einfach mal kommen, wenn er nicht wieder so wie der Skinlose ist. Nee, aber Leute... Wird schon. Das Jahr wird auf jeden Fall geil. Besser als voriges Jahr auf jeden Fall. Voriges Jahr, das war ja alles durcheinander. Hallo? Komm doch runter, du bist voll dir, Alter. Wer ist sowieso verlieren? Dude. Nee, jetzt komm ich nicht. Ja, denn komm jetzt hierher, Gämpfen. Was ist denn da? Das ist ein Loch, ja, schön. Deiner Mutter. Oh, der hittet. Nein. Oh! Leck mich, Alter! Hurensohn! Gib mir. Ja, Leute, dieses Jahr. Ich weiß nicht, ich freue mich einfach nur. Das Leben ist so geil, ey, zurzeit. Damals habe ich ja immer das Leben voll gehasst. Ja, Leute, in der Tat, ich habe das Leben echt damals gehasst. Weil die Jahre damals waren so scheiße. Das einzige Jahr, was wirklich, finde ich noch mit Abstand bis jetzt das beste Jahr in meinem Leben war, war das Jahr 2014. Da habe ich wirklich gefeiert, weil, ihr wisst ja, Deutschland Weltmeister und so nach... Was weiß ich, wie vielen Jahren. Das ist das erste Mal, dass ich erlebt habe in meinem Leben. Das
Deutschland Weltmeister, wo davor war das ja irgendwann, keine Ahnung, da habe ich noch nicht gelebt. Irgendwann 19, keine Ahnung. Frag mich nicht, ich kenne mich da eh nicht aus. Jedenfalls war 2014 so das geilste Jahr mit, da habe ich aber nicht nur, dass Deutschland Weltmeister wurde, sondern generell habe ich da mit Freunden gefeiert und gefiebert und oh, das war, wir waren eine Gruppe, Junge. Das war geil damals, ne? Und naja, dann wurden die Jahre, ja gut, danach gingen die Jahre auch noch, aber jetzt wieder, ist wieder ein Jahr, muss ich sagen, das wird wieder geil, auf jeden Fall. So, wo ist jetzt der andere Gegner? Wo muss ich jetzt, ich weiß was, ich gehe zurück. Wir gehen zurück. Ich hoffe, ich gewinne, Alter. Das wäre so geil. Wenn der sich nicht selbst umbringt. Was mir irgendwie lieber wäre. Oh Gott, wir haben noch eine Enderperle. Aber wir könnten sie sinnvoll verwenden. Könnten. Mann, wo ist denn der jetzt? Ich habe auch keinen Kompass, oder? Doch, habe ich, Leute. Mann, jetzt kann man wieder so lange laufen hier. Da ist nicht mal ein Weg, ey. Nee, das riskiere ich nicht. Mann, wo ist denn der Spasti? Verschwende ich jetzt so viel Zeit wieder? Ich habe überhaupt keinen Bock zu bauen. Verschwende ich lieber die Enderperle, ganz ehrlich. Benutze die sowieso nicht zum Rennen. Da ist er. Boah, und der sieht uns nicht. Oh, doch so ein blöder Obenweg da. Ah, jetzt hat er uns gesehen. Wetten? Das ist ein Gegner mit TNT? Oder der wird so nervig sein? Ich kann es mir gut vorstellen bei die Mistgeburt. Warte mal, fress nochmal. Sind hier hart am Verhungern. Oder er kommt runter, dann ist er cool. Kriegt dann Ohren. Ja, Wasser. Na gut. Was bringt ihm das Wasser? Komm noch mal jetzt einfach. Ohne Scheiß, so eine Gegner immer eine Länge ziehen. Entweder die kämpfen jetzt, gewinnen oder verlieren. Ist einfach so. Komm jetzt so runter, du Spast. Jetzt kommt er. Nein. Mann. Ey, das war doch wieder so ein Wirbeltypi, ey. So eine Gegner hasse ich, ey, weißt du? Ein Herz ihr habt, na klar. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder, haben wir leider verloren, weil so ein Wirbelwichser war, keine Ahnung. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao.